Das Leben des Galilei. Ein Schauspiel. Person. Galileo Galilei. Andrea Sarti. Frau Sarti. Galileis Haushälterin. Andreas Mutter. Ludovico Masili. Ein reicher junger Mann. Der Kurator der Universität Padua. Herr Piroli. Sagredo, Galileis Freund. Virginia, Galileis Tochter. Federzoni, ein Linsenschleifer. Galileis Mitarbeiter. Der Doge, Ratsherrin. Cosmo de Medici, Großherzog von Florenz. Der Hofmarschall. Der Theologe. Der Philosoph. Der Mathematiker. Der ältere Hofdame. Die jüngeren Hofdamen. Großherzoglicher Lakai. Zwei Nonnen. Zwei Soldaten. Die alte Frau. Ein dicker Prälat. Zwei Gelehrte, zwei Mönche, zwei Astronomen, ein sehr dünner Mönch, der sehr alte Kardinal, Pater Christopher Clavius Astronom, der kleine Mönch, der Kardinal Inquisitor, Kardinal Barberini, später Papst Urban der VIII., Kardinal Bellarmin, zwei geistliche Sekretäre, zwei junge Damen, Filippo Mucius, ein Gelehrter, Herr Gaffone, Rektor der Universität Pisa, der Balladensänger, seine Frau, Vanni, ein Eisengießer, ein Beamter, ein hoher Beamter, ein Invidium, ein Mönch, ein Bauer, ein Grenzwächter, ein Schreiber, Männer, Frauen und Kinder. Ja, erstes Kapitel oder so. Galileo Galilei, Lehrer der Mathematik zu Padua, will das neue kopernikanische Weltsystem beweisen. Randinfo. Galilei lehrt 1592 bis 1610 an der Universität zu Padua. In dem Jahr 1609 schien das Licht des Wissens hell, zu Padua aus einem kleinen Haus. Galileo Galilei rechnete aus, die Sonne steht still, die Erde kommt von der Stelle. Das ärmliche Studierzimmer des Galilei in Padua. Es ist morgens. Ein Knabe Andrea, der Sohn der Haushälterin, bringt ein Glas Milch und einen Wecken. Galilei, sich den Oberkörper waschend, prustend und fröhlich, stell die Milch auf den Tisch, aber klapp dein Buch zu. Andrea, Mutter sagt, wir müssen den Milchmann bezahlen, sonst macht er bald einen Kreis um unser Haus. Herr Galilei, es heißt, er beschreibt einen Kreis, Andrea. Andrea, wie Sie wollen. Wenn wir nicht bezahlen, dann beschreibt er einen Kreis um uns, Herr Galilei. Galilei, während der Gerichtsvollzieher Herr Cambione schnurgerade auf uns zukommt, indem er was für eine Strecke zwischen zwei Punkten wählt? Andrea, grinsend, die kürzeste. Galilei, gut, ich habe was für dich. Sieh hinter den Sterntafeln nach. Andrea fischt hinter den Sterntafeln ein größeres, holzernes Modell des ptolemäischen Systems hervor. Andrea, was ist das? Galilei, das ist ein Astrolab. Das Ding zeigt, wie sich die Gestirne um die Erde bewegen, nach Ansicht der Alten. Andrea, wie? Galilei, untersuchen wir es. Zuerst das Erste. Beschreibung. Jetzt ist die ganze Zeit Andrea und Galilei abwechselnd. Ich sag das jetzt nicht mehr. In der Mitte ist ein kleiner Stein. Das ist die Erde. Drumherum sind immer übereinander Schalen. Wie viele? 8. Das sind die kristallenen Sphären. Auf den Schalen sind Kugeln angemacht. Die Gestirne. Da sind Bänder, auf die sind Wörter gemalt. Was für Wörter? Sternennamen. Als wie? Die unterste Kugel ist der Mond, steht drauf. Und darüber ist die Sonne. Und jetzt lass die Sonne laufen. Lass die Sonne laufen. Dumme alte Rechtschreibung hier. Andrea, bewegt die Schalen. Das ist schön, aber wir sind so eingekapselt. Galilei, sich abtrocknend. Ja, das fühlte ich auch, als ich das Ding zum ersten Mal sah. Einige fühlen das. Er wirft Andrea das Handtuch zu, dass er ihm den Rücken abreibe. Mauern und Schalen und Unbeweglichkeit. Durch 2000 Jahre glaubte die Menschheit, dass die Sonne und alle Gestirne des Himmels sich um sich drehten. Der Papst, die Kardinäle,
die Fürsten, die Gelehrten, Kapitäne, Kaufleute, Fischweiber und Schulkinder glaubten, unbeweglich in dieser kristallenen Kugel zu sitzen. Aber jetzt fahren wir heraus, Andrea, in großer Fahrt, denn die alte Zeit ist herum und es ist eine neue Zeit. Seit 100 Jahren ist es, als erwartete die Menschheit etwas. Die Städte sind eng, und so sind die Köpfe, aber Glauben und Pest. Aber jetzt heißt es, da es so ist, bleibt es nicht so, denn alles bewegt sich, mein Freund. Ich denke gerne, dass es mit den Schiffen anfing. Seit Menschengedenken waren sie nur an den Küsten entlang gekrochen, aber plötzlich verließen sie die Küsten und liefen aus über alle Meere. Auf unserem alten Kontinent ist ein Gerücht entstanden. Es gibt neue Kontinente. Und seit unsere Schiffe zu ihnen fahren, spricht es sich auf lachenden Kontinenten herum. Das große, gefürchtete Meer ist ein kleines Wasser. Und es ist eine große Lust aufgekommen, die Ursachen aller Dinge zu erforschen, warum der Stein fällt, den man loslässt, und wie er steigt, wenn man ihn hochwirft. Jeden Tag wird etwas gefunden. Selbst die 100-Jährigen lassen sich noch von den Jungen ins Ohr schreien, was Neues entdeckt wurde. Da ist schon vieles gefunden, aber da ist mehr, was noch gefunden werden kann. Und so gibt es wieder zu tun für neue Geschlechter. In Siena, als junger Mensch, sah ich, wie ein paar Bauleute eine 1000-jährige Geflogenheit, Granitblöcke zu bewegen, durch eine neue und zweckmäßigere Anordnung der Seile ersetzten, nach einem Disput von 5 Minuten. Da und dann wusste ich, die alte Zeit ist herum und es ist eine neue Zeit. Bald wird die Menschheit Bescheid wissen über ihre Wohnstätte, den Himmelskörper, auf dem sie haust. Was in den alten Büchern steht, das genügt ihr nicht mehr. Denn wo der Glaube 1000 Jahre gesessen hat, eben da sitzt der Zweifel. Alle Welt sagt, ja, das steht in den Büchern, aber lasst uns jetzt selbst sehen. Den gefeiertsten Wahrheiten wird auf die Schulter geklopft. Was nie bezweifelt wurde, das wird jetzt bezweifelt. Dadurch ist eine Zugluft entstanden, welche sogar den Fürsten und Prälaten die goldbestickten Röcke lüftet, sodass fette und dürre Beine darunter sichtbar werden. Beine wie unsere Beine. Die Himmel, hat es sich herausgestellt, sind leer. Darüber ist ein fröhliches Gelächter entstanden. Aber das Wasser der Erde treibt die neuen Spinnenrocken, und auf den Schiffswerften, in den Seil- und Segelhäusern regen sich 500 Hände zugleich in einer neuen Anordnung. Ich sage voraus, dass noch zu unseren Lebzeiten auf den Märkten von Astronomie gesprochen werden wird. Selbst die Söhne der Fischweiber werden in die Schulen laufen. Denn es wird diesen neuerungssüchtigen Menschen unserer Städte gefallen, dass eine neue Astronomie nun auch die Erde sich bewegen lässt. Es hat immer geheißen, die Gestirne sind einem kristallenen Gewölbe angeheftet, dass sie nicht herunterfallen können. Jetzt haben wir Mut gefasst und lassen sie im Freien schweben, ohne Halt. Und sie sind in großer Fahrt, gleich unseren Schiffen, ohne Halt und in großer Fahrt. Und die Erde rollt fröhlich um die Sonne, und die Fischweiber, Kaufleute, Fürsten und die Kardinäle und sogar der Papst rollen mit ihr. Das Weltall aber hat über Nacht seinen Mittelpunkt verloren, und am Morgen hatte es deren unzählige, sodass jetzt jeder als Mittelpunkt angesehen wird und keiner, denn da ist viel Platz möglich. Unsere Schiffe fahren weit hinaus, unsere Stirne bewegen sich mit weit im Raum herum. Selbst im Schachspiel, die Türme gehen neuerdings weit über alle Felder. Wie sagt der Dichter, o früher Morgen des Beginnens, Andrea. O früher Morgen des Beginnens, o Hauch des Windes, der von neuen Küsten kommt, und sie müssen ihre Milch trinken, denn dann kommen sofort wieder Leute. Galilei, hast du, was ich dir gestern sagte, inzwischen begriffen? Andrea, was, das mit dem Kopernikus, seinem Drehen? Ja. Nein, warum sollen sie denn, dass ich es befreie? Es ist sehr schwer und ich bin im Oktober erst 11. Ich will gerade, dass es auch du begreifst. Dazu, dass man es begreift, arbeite ich und kaufe die teuren Bücher, statt den Milchmann zu bezahlen. Aber ich sehe doch, dass die Sonne abends woanders hält als morgens. Da kann sie doch nicht stillstehen, nie und nimmer. Du siehst, was du siehst. Du siehst gar nichts. Du glotzt nur.
Glotzen ist nicht sehen. Er stellt den eisernen Waschschüsselständer in die Mitte des Zimmers. Also, das ist die Sonne. Setz dich. Andrea setzt sich auf den einen Stuhl. Galilei steht hinter ihm. Ach so. Er ist eine Frau. Nee, ein Mann. Wo ist die Sonne? Rechts oder links? Links. Und wie kommt sie nach rechts? Wenn sie nach rechts tragen, natürlich. Nur so? Er nimmt ihn mitsamt den Stuhl auf und vollführt mit ihm eine halbe Drehung. Wo ist jetzt die Sonne? Rechts. Und hat sie sich bewegt? Das nicht. Was hat sich bewegt? Ich. Falsch! Dummkopf! Der Stuhl! Aber ich mit ihm. Natürlich, der Stuhl ist die Erde. Du sitzt drauf. Frau Sati ist eingetreten, das Bett zu machen. Sie hat zugeschaut. Was machen Sie eigentlich mit meinem jungen Herrn Galilei? Okay, das lasse ich mal. Galilei. Ich lehre ihn sehen, Sati. Frau Sati. Indem Sie ihn im Zimmer herumschleppen? Andrea. Lass doch, Mutter, das verstehst du nicht. Frau Sati. So? Aber du verstehst es wie? Ein junger Herr, der Unterricht wünscht. Sehr gut angezogen und bringt einen Empfehlungsbrief. Er übergibt diesen. Sie bringen meinen Andrea noch so weit, dass er behauptet, 2 mal 2 ist 5. Er verwechselt schon alles, was sie ihm sagen. Gestern Abend bewies er mir schon, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Er ist fest überzeugt, dass ein Herr namens Kopernikus das ausgerechnet hat. Andrea, hat es der Kopernikus nicht ausgerechnet, Herr Galilei? Sagen Sie es ihr selber. Frau Sati, was, Sie sagen ihm wirklich einen solchen Unsinn, dass er es in der Schule herumplappert und die geistlichen Herren zu mir kommen, weil er lauter unheiliges Zeug vorbringt? Sie sollten sich schämen, Herr Galilei. Galilei, frühstückend. Aufgrund unserer Forschungen, Frau Sati, haben nach heftigem Disput Andrea und ich Entdeckungen gemacht, die wir nicht länger der Welt gegenüber geheim halten können. Eine neue Zeit ist angebrochen. Ein großes Zeitalter, in dem zu leben eine Lust ist. Frau Sati. So, hoffentlich können wir auch den Milchmann bezahlen in dieser neuen Zeit, Herr Galilei. Auf den Empfehlungsbrief deutend. Tun Sie mir den einzigen Gefallen und schicken Sie den nicht auch wieder weg. Ich denke an die Milchrechnung ab. Galilei lachend. Lassen Sie mich wenigstens meine Milch austrinken. Zu Andrea. Einiges haben wir gestern also doch verstanden. Andrea. Ich habe es ihr nur gesagt, damit sie sich wundert. Aber es stimmt nicht. Den Stuhl mit mir haben sie nur seitwärts um sich selber gedreht und nicht so. Macht eine Armbewegung vornüber. Sonst wäre ich nämlich heruntergefallen und das ist ein Fakt. Warum haben sie den Stuhl nicht vorwärts gedreht? Weil dann bewiesen ist, dass ich von der Erde ebenfalls herunterfallen würde, wenn sie sich so drehen würde. Da haben sie's. Galilei, ich habe dir doch bewiesen. Andrea, aber heute Nacht habe ich gefunden, dass ich da, wenn die Erde sich so drehen würde, mit dem Kopf die Nacht nach unten hängen würde. Und das ist ein Fakt. Galilei nimmt einen Apfel vom Tisch. Also, das ist die Erde. Andrea, nehmen Sie nicht lauter solcher Beispiele, Herr Galilei. Damit schaffen Sie es immer. Nimmer. Immer. Oh. Galilei, den Apfel zurücklegend. Schön. Andrea, mit Beispielen kann man es immer schaffen, wenn man schlau ist. Nur, ich kann meine Mutter nicht in einem Stuhl herumschleppen, wie sie mich. Da sehen Sie, was das für ein schlechtes Beispiel ist. Und was ist, wenn der Apfel also die Erde ist? Dann ist gar nichts. Galilei lacht. Du willst es ja nicht wissen. Andrea, nehmen Sie ihn wieder. Wieso hänge ich nicht mit dem Kopf nach unten in der Nacht? Galilei, also hier ist die Erde und hier stehst du. Er steckt einen Holzsplitter von einem Ofenscheit in den Apfel. Und jetzt dreht sich die Erde. Andrea, und jetzt hänge ich mit dem Kopf nach unten. Galilei, wieso? Schau genau hin. Wo ist der Kopf? Andrea zeigt am Apfel. Da, unten. Galilei, was? Er dreht zurück. Ist er etwa nicht an der gleichen Stelle? Sind die Füße nicht mehr unten? Stehst du etwa, wenn ich drehe, so? Er nimmt den Splitter heraus und dreht ihn um.
Andrea. Nein. Und warum merke ich nichts von der Drehung? Galilei. Weil du sie mitmachst. Du und die Luft über dir und alles, was auf der Kugel ist. Andrea. Und warum sieht es so aus, als ob die Sonne läuft? Galilei dreht wieder den Apfel mit dem Splitter. Also unter dir siehst du die Erde. Die bleibt gleich. Sie ist immer unten und bewegt sich für dich. Nicht. Aber jetzt schau über dich. Nun ist die Lampe über deinem Kopf. Aber jetzt, was ist jetzt, wenn ich jetzt gedreht habe? Über deinem Kopf, also oben. Andrea macht die Drehung mit. Der Ofen. Galilei. Und wo ist die Lampe? Andrea. Unten. Aha. Das ist fein. Das wird sie wundern. Ludovici Marsili, ein reicher junger Mann, trifft ein. Galilei. Hier geht es zu wie in einem Taubenschlag. Ludovico. Guten Morgen, Herr. Mein Name ist Ludovico Marsili. Galilei. Sein Empfehlungsbrief studierend. Sie waren in Holland? Wo ich viel von Ihnen hörte, Herr Galilei. Ihre Familie besitzt Güter in der Campagna? Die Mutter wünschte, dass ich mich ein wenig umsehe, was in der Welt sich zuträgt und weit und so weiter. Und Sie hörten in Holland, dass in Italien zum Beispiel ich mich zutrage? Und da die Mutter wünscht, dass ich mich auch in den Wissenschaften umsehe, Galilei, Privatunterricht, 10 Scudi pro Monat. Ludovico. Sehr wohl, Herr. Galilei. Was sind Ihre Interessen? Pferde. Aha. Ich habe einen Kopf für die Wissenschaften, Herr Galilei. Aha. Unter diesen Umständen sind es 15 Scudi pro Monat. Sehr wohl, Herr Galilei. Ich werde Sie in der Frühe dran nehmen müssen. Es wird auf deine Kosten gehen, Andrea. Du fällst natürlich dann aus. Du verstehst, du zahlst nix. Andrea, ich gehe schon. Kann ich den Apfel mithaben? Ja. Andrea geht weg. Ludovico. Sie werden Geduld mit mir haben müssen. Hauptsächlich, weil es in den Wissenschaften immer anders ist, als der gesunde Menschenverstand einem sagt. Nehmen Sie zum Beispiel dieses komische Rohr, das Sie in Amsterdam verkaufen. Ich habe es genau untersucht. Eine Hülse aus grünem Leder und 2 Linsen. Eine so, er deutet eine konkave Linse an. Eine so, er deutet eine konvexe Linse an. Nach innen gewölbt ist die eine, nach außen gewölbt die andere. Jeder vernünftige Mensch würde denken, sie gleichen einander aus. Falsch. Man sieht alles 5-mal so groß durch das Ding. Das ist ihre Wissenschaft. Galilei. Was sieht man 5-mal so groß? Ludovico. Kirchturmspitzen, Tauben, alles, was weit weg ist. Galilei. Haben Sie solche Kirchturmspitzen selber vergrößert sehen? Ludovico. Jawohl, Herr. Galilei. Und das Rohr hatte 2 Linsen? Er macht auf einem Blatt eine Skizze. Sah es so aus? Ludovico nickt. Wie alt ist die Erfindung? Ludovico. Ich glaube, sie war nicht älter als ein paar Tage, als ich Holland verließ. Jedenfalls nicht länger auf dem Markt. Galilei, beinahe freundlich. Und warum muss es Physik sein? Warum nicht Pferdezucht? Herein, Frau Satti, von Galilei unbemerkt. Ludovico, die Mutter meint, ein wenig Wissenschaft ist nötig. Alle Welt nimmt ihren Wein heutzutage mit Wissenschaft, wissen Sie? Galilei. Sie könnten ebenso gut eine Tote, ist griechisch, Latein, Sprache wählen oder Theologie. Das ist leichter, sieht Frau Sardi. Gut, kommen Sie Dienstagmorgen. Ludovico geht. Galilei. Schau mich nicht so an, ich habe ihn genommen. Frau Sardi. Weil du mich zur rechten Zeit gesehen hast. Der Kurator von der Universität ist draußen. Galilei, den bring herein, der ist wichtig. Das sind vielleicht 500 Scudi, da brauche ich keine Schüler. Frau Satti bringt den Kurator hinein. Galilei hat sich vollends angezogen, dabei Ziffern auf einen Zettel kritzelnd. Galilei, guten Morgen, leihen Sie mir einen halben Scudo. Gibt die Münze, die der Kurator aus dem Beutelchen fischt, der Satti. Satti, schicken Sie Andrea zum Brillenmacher um 2 Linsen. Hier sind die Maße. Satti ab mit dem Zettel.
Der Kurator. Ich komme betreffs Ihres Ansuchens um Erhöhung des Gehalts auf 1000 Skudi. Ich kann es bei der Universität leider nicht befürworten. Sie wissen, mathematische Kollegien bringen der Universität nur einmal keinen Zustrom. Mathematik ist eine brotlose Kunst sozusagen. Nichts als ob die Republik sie nicht über alles schätzte. Sie ist nicht so nötig wie die Philosophie, noch so nützlich wie die Theologie. Aber sie verschafft den Kennern doch so unendliche Genüsse. Galilei über seinen Papieren. Mein lieber Mann, ich kann nicht auskommen mit 500 Scudi. Der Kurator. Aber Herr Galilei, Sie lesen zweimal zwei Stunden in der Woche. Ihr außerordentlicher Ruf verschafft Ihnen sicher Schüler in beliebiger Menge, die zahlen können für Privatstunden. Haben Sie keine Privatschüler? Galilei. Herr, ich habe zu viele. Ich lehre und lehre. Und wann soll ich lernen? Mann Gottes, ich bin nicht so siebengescheit, spöttisch besonders klug, wie die Herren von der philosophischen Fakultät. Ich bin dumm, ich verstehe rein gar nichts. Ich bin also gezwungen, die Löcher in meinem Wissen auszustopfen. Und wann soll ich das tun? Wann soll ich forschen? Herr, meine Wissenschaft ist noch wissbegierig. Über die größten Probleme haben wir heute noch nichts als Hypothesen. Aber wir verlangen Beweise von uns. Und wie soll ich da weiterkommen, wenn ich, um meinen Haushalt in Gang zu halten, gezwungen werde, jedem Wasserkopf, der es bezahlen kann, einzutrüchtern, dass die Parallelen sich im Unendlichen schneiden? Der Kurator. Vergessen Sie nicht ganz, dass die Republik vielleicht nicht so bezahlt, wie gewisse Fürsten bezahlen, dass sie aber die Freiheit der Forschung garantiert. Wir in Padua lassen sogar Protestanten als Hörer zu. Und wir verleihen ihnen den Doktorgrad. Herrn Cremonini haben wir nicht nur nicht an die Inquisition ausgeliefert, als man uns bewies, Herr Galilei, dass er jetzt klingelt's an der Tür. Dann mache ich jetzt erstmal Pause, Leute. Ja, moin, klingelt halt so ein DHL-Postbote an der Tür. Und gerade wo ich da an der Tür bin, läuft er weg. Ich gehe raus, sag irgendwie Hallo, ich bin da. Er ignoriert mich, steigt ins Auto und fährt weg. Ja, moin. So, jetzt geht's weiter. Äußerungen tut, sondern wir haben ihm sogar eine Gehaltserhöhung bewilligt. Bis nach Holland weiß man, dass Venedig die Republik ist, in der die Inquisition nichts zu sagen hat. Und das ist einiges wert für sie, der sie Astronomen sind, also in einem Fach tätig, wo sie seit geraunter Zeit die Lehre der Kirche nicht mehr mit dem schuldigen Respekt geachtet wird. Galilei. Herrn Giordana Bruno haben sie von hier nach Rom ausgeliefert, weil er die Lehre des Kopernikus verbreitete. Der Kurator. Nicht, weil er die Lehre des Herrn Kopernikus verbreitet, die übrigens falsch ist, sondern weil er kein Venezianer war und auch keine Anstellung hier hatte. Sie können den Verbrannten also aus dem Spiel lassen. Nebenbei, bei aller Freiheit ist es doch redlich, einen solchen Namen, auf dem der ausdrückliche Fluch der Kirche ruht, nicht so sehr laut in alle Winde zu rufen, auch hier nicht. Ja, nicht einmal hier. Galilei. Euer Schutz der Gedankenfreiheit ist ein ganz gutes Geschäft, wie? Indem ihr darauf verweist, dass woanders die Inquisition herrscht und brennt, kriegt ihr hier billig gute Lehrkräfte. Den Schutz vor der Inquisition lasst ihr euch damit vergüten, dass ihr die schlechtesten Gehälter zahlt. Der Kurator. Ungerecht, ungerecht! Was würde es Ihnen schon nützen, beliebig viel freie Zeit zur Forschung zu haben, wenn jeder beliebige, ungebildete Mönch der Inquisition ihre Gedanken einfach verbieten könnte? Keine Rose ohne Dorn, keine Fürsten ohne Mönche, Herr Galilei. Galilei. Und was nützt freie Forschung ohne freie Zeit zu forschen? Was geschieht mit den Ergebnissen? Vielleicht zeigen Sie den Herren von der Signoria einmal diese Untersuchungen über die Fallgesetze. Er weist auf ein Bündel Manuskripte und fragen Sie,
ob das nicht ein paar Skudi mehr wert ist. Der Kurator. Es ist unendlich viel mehr wert, Herr Galilei. Nicht unendlich viel mehr wert, sondern 500 Skudi mehr, Herr. Der Kurator. Skudi wert ist nur, was Skudi bringt. Wenn Sie Geld haben wollen, müssen Sie etwas anderes zeigen. Sie können für das Wissen, das Sie verkaufen, nur so viel erverlangen, als es dem, der es Ihnen abkauft, einbringt. Die Philosophie zum Beispiel, die Herr Colomb in Florenz verkauft, bringt dem Fürsten mindestens 10.000 Scudi ein im Jahr. Ihre Fallgesetze haben Staub aufgewirbelt, gewiss. Man klatscht ihnen Beifall in Paris und Prag. Aber die Herren, die da klatschen, bezahlen der Universität Padua nicht, was sie kosten. Ihr Unglück ist ihr flach, Herr Galilei. Galilei, ich verstehe. Freier Handel, freie Forschung. Freier Handel mit der Forschung, wie? Der Kurator. Aber Herr Galilei, welch eine Auffassung! Erlauben Sie mir zu sagen, dass ich Ihre spaßhaften Bemerkungen nicht ganz verstehe. Der blühende Handel der Republik erscheint mir kaum als etwas Verächtliches. Noch viel weniger über vermöchte ich, als langjähriger Kurator der Universität in diesem, darf ich es sagen, frivolen Ton von der Forschung zu sprechen. Während Galilei sehnsüchtige Blicke nach seinem Arbeitstisch schickt. Bedenken Sie die Zustände ringsum. Die Sklaverei, unter deren Peitsche die Wissenschaften an gewissen Orten seufzen. Als alten Lederfolianten hat man dort Peitschen geschnitten. Man muss dort nichts wissen, wie der Stein fällt, sondern was der Aristoteles darüber schreibt. Die Augen hat man nur zum Lesen. Wozu neue Fallgesetze, wenn nur die Gesetze des Fußfalls wichtig sind? Halten Sie dagegen die unendliche Freude, mit der unsere Republik ihre Gedanken, sie mögen zu kühn sein, wie sie wollen, aufnimmt. Hier können sie forschen, hier können sie arbeiten. Niemand überwacht sie, niemand unterdrückt sie. Unsere Kaufleute, die wissen, was besseres Leinen im Kampf mit der Florentiner Konkurrenz bedeutet, können mit Interesse ihren Ruf »bessere Physik« und wie viel verdankt die Physik dem Schrei nach besseren Webstühlen. Unsere hervorragendsten Bürger interessieren sich für ihre Forschungen. Besuchen sie, lassen sich ihre Entdeckungen vorführen, Leute, deren Zeit kostbar ist. Verachten Sie nicht den Handel, Herr Galilei. Niemand würde hier dulden, dass Ihre Arbeit auch nur im geringsten gestört wird, dass Unberufene Ihnen Schwierigkeiten bereiten. Geben Sie zu, Herr Galilei, dass Sie hier arbeiten können. Galilei, verzweifelt. Ja, der Kurator. Und was das Materielle angeht, machen Sie doch mal wieder was so Hübsches wie Ihren famosen Proportionalzirkel, mit dem man, er erzählt es an den Fingern ab, ohne alle mathematischen Kenntnisse Linien ausziehen, die Zinszinsen eines Kapitals berechnen, Grundrisse von Liegenschaften in verkleinertem oder vergrößertem Maßstab reproduzieren und die Schwere von Kanonenkugeln zu bestimmen kann. Galilei, Schnickschnack, der Kurator, etwas, was die höchsten Herren entzückt und in Erstaunen gesetzt hat und das Bargeld getragen hat, nennen sie Schnickschnack. Ich höre, dass sogar der General Stefano Gritti mit diesem Instrument Wurzeln ausziehen kann. Galilei, wahrhaftig ein Wunderwerk. Trotzdem, Priolini, Sie haben mich nachdenklich gemacht. Priolini, ich habe Sie vielleicht etwas für Sie von der erwähnten Art. Er nimmt das Blatt mit der Skizze auf. Der Kurator, ja, das wäre die Lösung, steht auf. Herr Galilei, wir wissen, Sie sind ein großer Mann. Ein großer, aber unzufriedener Mann, wenn ich so sagen darf. Galilei, ja, ich bin unzufrieden. Und das ist es, was ihr mir noch bezahlen würdet, wenn ihr Verstand hättet. Denn ich bin mit mir unzufrieden. Aber stattdessen sorgt ihr, dass ich mit euch sein muss. Ich gebe es zu, es macht mir Spaß, ihr meine Herren Venezianer in euren berühmten Arsenal, den Werften und Artilleriezeughäusern, meinen Mann zu stellen. Aber ihr lasst mir keine Zeit, den weiterführenden Spekulationen nachzugeben, welche sich mit mir
dort für ein Wissensgebiet aufdringen. Ihr verbindet dem Ochsen, der da drischt, das Maul. Ich bin 46 Jahre alt und habe nichts geleistet, was mich befriedigt. Der Kurator. Da möchte ich Sie nicht länger stören. Danke. Der Kurator geht weg. Galilei bleibt einige Augenblicke allein und beginnt zu arbeiten. Dann kommt Andrea gelaufen. Galilei am Arbeiten. Warum hast du den Apfel nicht gegessen? Andrea. Damit zeige ich ihr doch, dass sie sich dreht. Galilei. Ich muss dir etwas sagen, Andrea. Sprich nicht zu anderen Leuten von unseren Ideen. Jetzt wieder so abwechselnd. Warum nicht? Die Obrigkeit hat es verboten. Aber es ist doch die Wahrheit. Aber sie verbietet es. In diesem Fall kommt noch etwas dazu. Die Physiker können immer noch nicht beweisen, was wir für richtig halten. Selbst die Lehre des großen Kopernikus ist noch nicht bewiesen. Sie ist nur eine Hypothese. Gib mir die Linsen. Der halbe Scudo hat nicht gereicht. Ich musste meinen Rock dalassen. Pfand. Was wirst du ohne Rock im Winter machen? Pause. Galilei ordnet die Linsen auf dem Blatt mit der Skizze an. Was ist eine Hypothese? Das ist, wenn man etwas als wahrscheinlich annimmt, aber keine Fakten hat, dass die Fließ dort unten vor dem Korbmacherladen, die ihr Kind an der Brust hat, dem Kind Milch gibt und nicht etwa Milch von ihm empfängt, das ist so lange eine Hypothese, als man nicht hingehen und es sehen und beweisen kann. Den Gestirnen gegenüber sind wir wie Würmer mit trüben Augen, die nur ganz wenig sehen. Die alten Lehren, die 1000 Jahre geglaubt wurden, sind ganz baufällig. An diesen riesigen Gebäuden ist weniger Holz als an den Stützen, die sie halten sollen. Viele Gesetze, die wenigstens erklärend, während die neue Hypothese wenige Gesetze hat, die vieles erklären. Aber sie haben mir alles bewiesen. Nur, dass es so sein kann. Du verstehst, die Hypothese ist sehr schön und es spricht nichts dagegen. Ich möchte auch Physiker werden, Herr Galilei. Das glaube ich, angesichts der Unmenge von Fragen, die es auf unserem Gebiet zu erklären gibt. Er ist zum Fenster gegangen und hat durch die Linsen geschaut. Mäßig interessiert. Schau einmal dadurch, Andrea. Heilige Maria, alles kommt nah. Die Glocke auf dem Campanile. Ein freistehender Glockenturm. Ganz nah. Ich kann sogar die kupfernen Lettern sehen. Gracia Dei. Zum Lob Gottes. Das bringt uns 500 Scusi. Scudi. Oh, sorry. Anscheinend irgendwie Kapitel 2 oder so. Da steht jetzt eine 2. Dabei sind Galilei. Ach nee, Quatsch. Ha, sorry. Galilei überreicht der Republik Venedig eine neue Erfindung. Groß ist nicht alles, was ein großer Mann tut, und Galilei aß gern gut. Nun hört und seid nicht grimm darob die Wahrheit übers Teleskop. Ah, ich verstehe, da ist immer so ein kurzes Gedicht. Ah, okay. Das große Arsenal von Venedig am Hafen, Ratsherrin an ihrer Spitze der Doge, seitwärts Galileis Freund, Sagredo, und die 15-jährige Virginia, Galilei mit einem Samtkissen, auf dem ein etwa 60 cm langes Fernrohr in kamisornroten Lederfutteral liegt. Auf einem Podest Galilei, hinter sich das Gestell für das Fernrohr, betreut von dem Linsenschleifer Ferduccini. Galilei. Eure Exzellenz, hohe Signora, als Lehrer der Mathematik an ihrer Universität in Padua und Direktor ihres großen Arsenals hier in Venedig, habe ich es stets als meine Aufgabe betrachtet, nicht nur meinen hohen Lehrerauftrag zu genügen, sondern auch durch nützliche Erfindungen der Republik Venedig außergewöhnliche Vorteile zu schaffen. Mit tiefer Freude und aller schuldigen Demut kann ich Ihnen heute ein vollkommen neues Instrument vorführen und überreichen, mein Fernrohr oder Teleskop, angefertigt in ihrem weltberühmten großen Arsenal nach den höchsten Wissenschaften und christlichen Grundsätzen, Frucht 17-jähriger geduldiger Forschung ihres ergebenen Dieners. Galilei verlässt das Podest und stellt sich neben Sagredo.
Hände klatschen. Galilei verbeugt sich. Galilei leise zu Sagredo. Zeitverlust. Sagredo leise. Du wirst deinen Fleischer bezahlen können, Alter. Okay, lol. Galilei. Ja, es wird ihnen Geld einbringen. Er verbeugt sich wieder. Der Kurator betritt das Podest. Exzellenz, hohe Signora, wieder einmal bedeckt sich ein Ruhmesblatt im großen Buch der Künste mit venezianischen Schriftzeichen. Höflicher Beifall. Ein Gelehrter von Weltruf übergibt ihnen und ihnen allein hier ein höchst verkaufbares Rohr, es herzustellen und auf den Markt zu werfen, wie immer sie belieben. Stärkerer Beifall. Und es ist ihnen beigefallen, dass wir vermittels dieses Instruments im Kriege die Schiffe des Feinds nach Zahl und Art volle 2 Stunden früher erkennen werden als er die unseren, so dass wir, seine Stärke wissend, uns zur Verfolgung, zum Kampf oder zur Flucht entscheiden vermögen. Sehr starker Beifall. Und nun, Exzellenz, hohe Signora, bittet Herr Galilei Sie, dieses Instrument seiner Erfindung, dieses Zeugnis seiner Intuition aus der Hand seiner reizenden Tochter entgegenzunehmen. Musik. Virginia tritt vor, verbeugt sich, übergibt das Fernrohr dem Kurator, der es Federzoni übergibt. Federzoni legt es auf das Gestell und stellt es ein. Doge oder Doge, wie auch immer, und Ratsherren besteigen das Podium und schauen durch das Rohr. Galilei leise. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich den Karneval hier durchstehen würde. Die meinen hier, sie kriegen einen einträglichen Schnickschnack, aber es ist viel mehr. Ich habe das Rohr gestern Nacht auf den Mond gerichtet. Sagredo, was hast du gesehen? Er leuchtet nicht selbst. Was? Ratsherrin, ich kann die Befestigung von Santa Rosita sehen, Herr Galilei. Auf dem Boot dort essen sie zu Mittag. Bratfisch, ich habe Appetit. Galilei, ich sage dir, die Astronomie ist seit 1000 Jahren stehen geblieben, weil sie kein Fernrohr hatten. Ratia, Herr Galilei, Sagredo, man wendet sich an dich. Ratia, mit dem Ding sieht man zu gut. Ich werde meinen Frauenzimmern sagen müssen, dass das Baden auf dem Dach nicht mehr geht. Galilei, weißt du, aus was die Milchstraße besteht? Sagredo, nein. Galilei, ich weiß es. Ratia, für so ein Ding kann man seine 10 Scudi verlangen, Herr Galilei. Galilei verbeugt sich. Virginia bringt Ludovico zu ihrem Vater. Ludovico will dir gratulieren, Vater. Ludovico, verlegen. Ich gratuliere, Herr. Galilei, ich habe es verbessert. Ludovico, jawohl, Herr. Ich sah, sie machten das Futteral rot. In Holland war es grün. Galilei wendet sich zu Sagredo. Ich frage mich sogar, ob ich mit dem Ding nicht eine gewisse Lehre nachweisen kann. Sagredo, nimm dich zusammen. Der Kurator, ihre 500 Scudi sind unterm Dach, Galilei. Galilei, ohne ihn zu beachten. Ich bin natürlich sehr misstrauisch gegen jede vorschnelle Folgerung. Der Doge, ein dicker, bescheidener Mann, hat sich Galilei genährt und versucht mit unbeholfener Würde, ihn anzureden. Der Kurator, Herr Galilei, seine Exzellenz, der Doge. Der Doge schüttelt Galilei die Hand. Galilei, richtig, die 500. Sind Sie zufrieden, Exzellenz? Doge, unglücklicherweise brauchen wir in der Republik immer einen Vorwand für unsere Stadtväter, um unsere Gelehrten etwas zukommen lassen zu können. Der Kurator, andererseits, wo bliebe sonst der Ansporn, Herr Galilei? Doge lächelnd, wir brauchen den Vorwand. Der Doge und der Kurator führen Galilei zu den Ratsherren, die ihn umringen. Virginia und Ludovico gehen langsam weg. Virginia, habe ich es richtig gemacht? Ludovico, ich fand es richtig. Virginia, was hast du denn? Ludovico, oh, nichts. Ein grünes Futteral wäre vielleicht ebenso gut gewesen. Virginia, ich glaube, alle sind sehr zufrieden mit Vater. Ludovico, und ich glaube, ich fange an, etwas von Wissenschaft zu verstehen. Kapitel 3. 10. Januar 1916. Vermittels des Fernrohrs entdeckt Galilei am Himmel Erscheinungen,
welche die das kopernikanische System beweisen. Von seinem Freund vor den möglichen Folgen seiner Forschungen gewarnt, bezeugt Galilei seinen Glauben an die menschliche Vernunft. 1610, 10. Januar, Galilei sah, dass kein Himmel war. Studierzimmer des Galilei in Padua, Nacht. Galilei und Sagredo in dicke Mäntel gehüllt, am Fernrohr. Sagredo, durch das Fernrohr schauend, halblaut. Der Sichelrand ist ganz unregelmäßig, zackig und rau. Auf dem dunklen Teil, in der Nähe des leuchtenden Rands, sind leuchtende Punkte. Sie treten einer nach dem anderen hervor. Von diesen Punkten aus ergießt sich das Licht wachsend über immer weitere Flächen, wo es zusammenfließt mit dem größeren leuchtenden Teil. Galilei. Wie erklärst du dir diese leuchtenden Punkte? Jetzt abwechselnd. Es kann nicht sein. Doch, es sind Berge. Auf einem Stern? Riesenberge, deren Spitzen die aufgehende Sonne vergoldet, während rings Nacht auf den Abhängen liegt. Du siehst das Licht von den höchsten Gipfeln in die Täler niedersteigen. Aber das widerspricht aller Astronomie von 2000 Jahren. Von zwei Jahrtausenden. Sorry. Galilei. So ist es. Was du siehst, hat noch kein Mensch gesehen, außer mir. Du bist die Zweite. Der Zweite. Ach, das ist... Oh Gott, ist auch ein Junge. Sorry. Sagredo. Aber der Mond kann keine Erde sein mit Bergen und Tälern, so wenig die Erde ein Stern sein kann. Galilei. Der Mond kann eine Erde sein mit Bergen und Tälern, und die Erde kann ein Stern sein. Ein gewöhnlicher Himmelskörper einer unter Tausenden. Sieh noch einmal hinein. Siehst du den verdunkelten Teil des Mondes ganz dunkel? Nein, jetzt wo ich darauf Acht gebe, sehe ich ein schwaches, aschfarbenes Licht darauf ruhen. Wie kann das für ein Licht sein? Sagredo, Fragezeichen. Das ist von der Erde. Das ist Unsinn. Wie soll die Erde leuchten mit ihren Gebirgen und Wäldern und Gewässern? Ein kalter Körper. So wie der Mond leuchtet, weil die beiden Sterne angeleuchtet sind von der Sonne. Darum leuchten sie. Was der Mond uns ist, das sind wir dem Mond. Und er sieht uns einmal als Sichel, einmal als Halbkreis, einmal voll und einmal nicht. So wäre kein Unterschied zwischen Mond und Erde? Offenbar nein. Vor noch nicht 10 Jahren ist ein Mensch in Rom verbrannt worden. Er hieß Giordano Bruno und hatte eben das behauptet. Gewiss, und wir sehen es. Lass dein Auge am Rohr, Sagredo. Was du siehst ist, dass es keinen Unterschied zwischen Himmel und Erde gibt. Heute ist der 10. Januar 1610. Die Menschheit trägt in ihr Journal ein Himmel abgeschafft. Das ist furchtbar. Ich habe noch eine Sache entdeckt. Sie ist vielleicht noch erstaunlicher. Sati herein. Der Kurator. Der Kurator stürzt herein. Der Kurator. Entschuldigen Sie die späte Stunde. Ich wäre Ihnen verpflichtet, wenn ich mit Ihnen allein sprechen könnte. Galilei. Herr Sagredo kann alles hören, was ich hören kann, Herr Prioli. Der Kurator. Aber es wird Ihnen vielleicht doch nicht angenehm sein, wenn der Herr hört, was vorgefallen ist. Es ist leider etwas ganz und gar Unglaubliches. Galilei. Herr Sagredo ist es gewohnt, in meiner Gegenwart Unglaublichem zu begegnen, wissen Sie? Der Kurator. Ich fürchte. Auf das Fernrohr zeigend. Da ist ja das famose Ding. Das Ding können Sie gerade so gut wegwerfen. Es ist nichts damit. Absolut nichts. Sagredo, der unruhig herumgegangen war. Wieso? Der Kurator. Wissen Sie, dass man diese Ihre Erfindung, die Sie als Frucht einer 17-jährigen Forschertätigkeit bezeichnet haben, an jeder Straßenecke Italiens für ein paar Scudi kaufen kann? Und zwar hergestellt in Holland? In diesem Augenblick lädt im Hafen ein holländischer Frachter 500 Fernrohre aus. Galilei. Tatsächlich? Der Kurator. Ich verstehe nicht Ihre Ruhe, Herr. Sagredo. Was bekümmert Sie eigentlich?
Lassen Sie sich erzählen, dass Herr Galilei vermittels dieses Instruments in eben diesen Tagen umwälzende Entdeckungen die Gestirnwelt betreffend gemacht hat. Galilei lachend. Sie können durchsehen, Prioli. Der Kurator. So lassen Sie sich erzählen, dass mir die Entdeckung genügt, die ich als der Mann, der für diesen Schund Herrn Galilei eine Gehaltsverdopplung verschafft hat, gemacht habe. Es ist reiner Zufall, dass die Herren von der Signora, die im Glauben, in diesem Instrument der Republik etwas zu sichern, was nur hier hergestellt werden kann, nicht beim ersten Durchblicken an der nächsten Straßenecke siebenmal vergrößert, einen gewöhnlichen Straßenhändler erblickt haben, der eben dieses Fernrohr für ein Butterbrot verkauft. Galilei lacht schallend. Sagredo. Lieber Herr Prioli, ich kann den Wert dieses Instruments für den Handel vielleicht nicht beurteilen, aber sein Wert für die Philosophie ist unermesslich, das... Der Kurator. Für die Philosophie. Was hat Herr Galilei, der Mathematiker ist, mit der Philosophie zu schaffen? Herr Galilei, Sie haben seinerzeit der Stadt eine sehr anständige Wasserpumpe erfunden und ihre Berieselungsanlage funktioniert. Die Tuchweber loben ihre Maschine ebenfalls. Wie konnte ich da so was erwarten? Galilei, nicht so schnell, Prioli. Die Seewege sind immer noch lang, unsicher und teuer. Es fehlt uns eine Art zuverlässiger Uhr am Himmel, ein Wegweiser für die Navigation. Nun habe ich Grund zu der Annahme, dass ich mit dem Fernrohr gewisse Gestirne, die sehr regelmäßig Bewegungen vollführen, deutlich wahrgenommen werden können. Neue Sternkarten können da der Schifffahrt Millionen von Scudi ersparen, Prioli. Jo. Einmal ein bisschen mehr Pause, weil meine Stimme geht gerade so ein bisschen weg. Der Kurator. Lassen Sie's, ich habe Ihnen schon zu viel zugehört. Zum Dank für meine Freundlichkeit haben Sie mich zum Gelächter der Stadt gemacht. Ich werde ihm im Gedächtnis fortleben als der Kurator, der sich mit einem wertlosen Fernrohr hereinlegen ließ. Sie haben allen Grund zu lachen. Sie haben ihre 500 Scudi. Ich kann Ihnen sagen, und es ist ein ehrlicher Mann, der Ihnen das sagt, mich ekelt diese Welt an. Er geht, die Tür hinter sich zuschlagend. Galilei. In seinem Zorn wird er geradezu sympathisch. Hast du gehört? Eine Welt, in der man nicht Geschäfte machen kann, ekelt ihn an. Sagredo, hast du gewusst von diesen holländischen Instrumenten? Galilei. Natürlich. Vom Hören sagen. Aber ich habe diesen Filzen, in Anführungsstrichen Geizhilzen, von der Signore ein doppelt so gutes konstruiert. Wie soll ich arbeiten mit dem Gerichtsvollzieher in der Stube? Und Virginia braucht wirklich bald eine Aussteuer. Sie ist nicht intelligent. Und dann, ich kaufe gern Bücher, nicht nur über Physik, und ich esse gern anständig. Bei gutem Essen fällt mir am meisten ein. Ein verrottetes Zeitalter. Sie haben mir nicht so viel bezahlt wie einen Kutscher, der ihnen die Weinfässer fährt. Vier Kläfter. Raumaß für Holz, ein Klafter gleich eine Armvoll. Brennholz für zwei Vorlesungen über Mathematik. Ich habe ihnen jetzt 500 Scudi herausgerissen, aber ich habe auch jetzt noch Schulden. Einige sind 20 Jahre her. 5 Jahre Muße für Forschung und ich hätte alles bewiesen. Ich werde dir noch etwas anderes zeigen. Sagredo zögert an, das Fernrohr zu gehen. Ich verspüre beinahe etwas wie Furcht, Galilei. Galilei, ich werde dir jetzt einen der milchweiß glänzenden Nebel der Milchstraße vorführen. Sage mir, aus was er besteht. Sagredo, das sind Sterne, unzählige. Galilei, allein im Sternbild des Orion sind es 500 Fixsterne. Das sind die vielen Welten, die zahllosen anderen, die entfernteren Gestirne, von denen der Verbrannte versprochen hat. Er hat sie nicht gesehen, er hat sie erwartet. Sagredo. Aber selbst wenn diese Welt ein Stern ist, so ist es noch ein weiter Weg zu den Behauptungen des Kopernikus, dass sie sich um die Sonne dreht. Da ist kein Gestirn am Himmel, um das ein anderes sich dreht.
aber um die Erde dreht sich immer noch der Mond. Galilei. Sagredo. Ich frage mich. Seit vorgestern frage ich mich. Da ist der Jupiter. Er stellt ihn ein. Da sind nämlich vier kleinere Sterne nahe bei ihm, die man nur durch das Rohr sieht. Ich sah sie am Montag, nahm aber nicht besondere Notiz von ihrer Position. Gestern sah ich wieder nach. Ich hätte schwören können, alle vier hatten ihre Position geändert. Ich merkte mir sie. Sie stehen wieder anders. Was ist das? Ich sah doch vier. In Bewegung. Sieh du durch. Sagredo. Ich sehe drei. Galilei. Wo ist der vierte? Da sind die Tabellen. Wir müssen ausrechnen, was für Bewegungen sie gemacht haben können. Sie setzten sich angeregt zur Arbeit. Es wird dunkel auf der Bühne, jedoch sieht man weiter am Randhorizont den Jupiter und seine Begleitsterne. Wenn es wieder hell wird, sitzen sie wie immer noch mit Wintermänteln an. Galilei. Es ist bewiesen. Der vierte kann nur hinter den Jupiter gegangen sein, wo man ihn nicht sehen kann. Da hast du ein Gestirn, um das ein anderes sich dreht. Sagredo. Aber die Kristallschale, an die der Jupiter angeheftet ist? Galilei. Ja, wo ist sie jetzt? Wie kann der Jupiter angeheftet sein, wenn andere Sterne um ihn kreisen? Da ist keine Stütze im Himmel. Da ist kein Halt im Weltall. Das ist eine andere Sonne. Planet Jupiter. Sagredo. Beruhige dich, du denkst zu schnell. Galilei. Was schnell? Mensch, reg dich, was du siehst, hat noch keiner gesehen. Sie hatten recht. Sagredo. Wer? Die Kopernikaner? Galilei. Und der andere. Die ganze Welt war gegen sie. Und sie hatten recht. Das ist was für Andrea. Er läuft außer sich zur Tür und ruft hinaus. Frau Sati, Frau Sati. Sagredo. Galilei, du sollst dich beruhigen. Galilei. Sagredo, du sollst dich aufregen. Frau Sati. Sagredo dreht das Fernrohr weg. Willst du aufhören, wie ein Narr herumzubrüllen? Galilei. Willst du aufhören, wie ein Stockfisch dazustehen, wenn die Wahrheit entdeckt ist? Sagredo. Ich stehe nicht wie ein Stockfisch, sondern ich zittere. Es könnte die Wahrheit sein. Was? Hast du allen Verstand verloren? Weißt du wirklich nicht mehr, in was für eine Sache du kommst, wenn das wahr ist, was du da siehst? Und du es auf allen Märkten herumschreist, dass die Erde ein Stern ist und nicht der Mittelpunkt des Universums? Galilei. Ja, und dass nicht das ganze Welt... das Ja, und dass nicht das ganze riesige Weltall mit allen Gestirnen sich um unsere winzige Erde dreht, wie jeder sich denken könnte. Sagredo. Dass da also nur Gestirne sind. Und wo ist dann Gott? Was meinst du damit? Gott, wo ist Gott? Galilei, zornig. Dort nicht. So wenig wie er hier auf der Erde zu finden ist, wenn dort Wesen sind und ihn hier suchen sollten. Sagredo. Und wo ist also Gott? Galilei. Bin ich Theologe? Ich bin Mathematiker. Sagredo. Vor allem bist du ein Mensch und ich frage dich, wo ist Gott in deinem Weltsystem? Galilei. In uns oder nirgends? Sagredo schreiend. Wie der Verbrannte gesagt hat? Galilei. Wie der Verbrannte gesagt hat? Sagredo. Darum ist er verbrannt worden. Vor noch nicht 10 Jahren. Galilei. Weil er nichts beweisen konnte. Weil er es nur behauptet hat. Frau Sati. Sagredo. Galilei, ich habe dich immer als einen schlauen Mann gekannt. 17 Jahre in Padua und 3 Jahre in Pisa. Galilei lehrt 1589 bis 1592 an der Universität zu Pisa Mathematik. Hast du hunderte von Schülern geduldigt das ptolemäische System gelehrt, das die Kirche verkündet und die Schrift bestätigt, auf der die Kirche beruht. Du hast es für falsch gehalten mit dem Kopernikus, aber du hast es gelehrt. Galilei. Weil ich nichts beweisen konnte. Sagredo, ungläubig. Und du glaubst, das macht einen Unterschied? Galilei.
allen Unterschied. Sieh her, Sagredo. Ich glaube an den Menschen und das heißt, ich glaube an seine Vernunft. Ohne diesen Glauben würde ich nicht die Kraft haben, am Morgen aus meinem Bett aufzustehen. Sagredo, dann will ich dir etwas sagen. Ich glaube nicht an sie. 40 Jahre unter den Menschen habe mich ständig gelehrt, dass sie der Vernunft nicht zugänglich sind. Zeige ihnen einen roten Kometenschweif, jage ihnen eine dumpfe Angst ein und sie werden aus ihren Häusern laufen und sich die Beine brechen. Aber sage ihnen einen vernünftigen Satz und beweise ihnen mit 7 Gründen und sie werden dich einfach auslachen. Galilei. Das ist ganz falsch und eine Verleumdung. Ich begreife nicht, wie du, so etwas glaubend, die Wissenschaft lieben kannst. Nur die Toten lassen sich nicht mehr von Gründen bewegen. Sagredo, wie kannst du ihre erbärmliche Schlauheit mit Vernunft verwechseln? Galilei. Ich rede nicht von ihrer Schlauheit. Ich weiß, sie nennen den Esel ein Pferd, wenn sie ihn verkaufen, und das Pferd einen Esel, wenn sie es einkaufen wollen. Das ist ihre Schlauheit. Die Alte, die am Abend vor der Reise dem Maulesel mit der harten Hand einen extra Büschel Heu vorlegt, der Schiffer, der beim Einkauf der Vorräte des Sturmes unter Windstille gedenkt, das Kind, das die Mütze aufstülpt, wenn ihm bewiesen wurde, dass es regnen kann, sie alle sind meine Hoffnung, sie alle lassen Gründe gelten. Ja, ich glaube an die sanfte Gewalt der Vernunft über die Menschen. Sie können ihr auf die Dauer nicht widerstehen. Kein Mensch kann lange zusehen, wie er sich, er lässt aus der Hand einen Stein auf den Boden fallen, einen Stein fallen lassen würde und dazu sage, er fällt nicht. Dazu ist kein Mensch imstande. Die Vorführung, die von einem Beweis ausgeht, ist zu groß. Ihr erliegen die meisten auf die Dauer alle. Das Denken gehört zu den größten Vergnügungen der menschlichen Rasse. Frau Sati tritt ein. Brauchen Sie etwas, Herr Galilei? Galilei, der wieder an seinem Fernrohr ist und Notizen macht, sehr freundlich. Ja, ich brauche den Andrea. Andrea? Er liegt im Bett und schläft. Jetzt immer so abwechselnd. Können Sie ihn nicht wecken? Wozu brauchen Sie ihn denn? Ich will ihm etwas zeigen, was ihn freuen wird. Er soll etwas sehen, was noch kein Mensch gesehen hat, seit die Erde besteht, außer uns. Etwa wieder etwas durch Ihr Rohr? Etwas durch mein Rohr, Frau Sati. Und darum soll ich ihn mitten in der Nacht aufwecken? Sind Sie denn bei Trost? Er braucht seinen Nachtschlaf. Ich denke nicht daran, ihn aufzuwecken. Bestimmt nicht? Bestimmt nicht. Frau Sati, vielleicht können Sie dann Sie mir helfen. Sehen Sie, es ist eine Frage entstanden, über die wir uns nicht einig werden können. Wahrscheinlich, weil wir zu viele Bücher gelesen haben. Es ist eine Frage über den Himmel, eine Frage, die Gestirne betreffend. Sie lautet, ist es anzunehmen, dass das Große sich um das Kleine dreht? Oder dreht sich wohl das Kleine sich um das Große? Frau Sati, misstrauisch. Mit ihnen kennt man sich nicht leicht aus, Herr Galilei. Ist das eine ernsthafte Frage oder wollen Sie mich wieder einmal zum Besten haben? Eine ernste Frage. Dann können Sie schnell Antwort haben. Stelle ich Ihnen das Essen hin oder stellen Sie es mir hin? Sie stellen es mir hin. Gestern war es angebrannt. Roast. Frau Sati. Und warum war es angebrannt? Weil ich Ihnen die Schuhe bringen musste mitten im Kochen. Habe ich Ihnen nicht die Schuhe gebracht? Vermutlich. Sie sind es nämlich, der studiert hat und der bezahlen kann. Ich sehe, da ist keine Schwierigkeit. Guten Morgen, Frau Sati. Frau Sati belustigt ab. Und solche Leute sollen nicht die Wahrheit begreifen können. Sie schnappen danach. Eine Frühmetteglocke hat begonnen zu bimmeln. Herein, Virginia, im Mantel, ein Windlicht tragend. Virginia. Guten Morgen, Vater. Ist wieder abwechselnd. Warum bist du schon auf? Ich gehe mit Frau Sati zur Frühmette. Ludovico kommt auch hin. Wie war die Nacht, Vater? Hell. Darf ich durchschauen? Warum? Virginia weiß keine Antwort. Es ist kein Spielzeug. Nein, Vater.
Übrigens ist das Rohr eine Enttäuschung, das wirst du bald überall zu hören bekommen. Es wird für 3 Scudi auf der Gasse verkauft und ist in Holland schon erfunden gewesen. Hast du nichts Neues mehr am Himmel mit ihm gesehen? Nichts für dich. Nur ein paar kleine trübe Fleckchen und auf der linken Seite eines großen Sterns. Ich würde irgendwie die Aufmerksamkeit auf sie lenken müssen. Über seine Tochter zu Zagredo sprechend. Vielleicht werde ich sie die medizinischen Gestirne taufen. Nach dem Großherzog von Florenz. Wieder zu Virginia. Es wird dich interessieren, Virginia, dass wir vermutlich nach Florenz ziehen. Ich habe einen Brief dorthin geschrieben, ob der Großherzog mich als Hofmathematiker brauchen kann. Virginia strahlend. Am Hof? Sagredo, Galilei. Galilei. Mein Lieber, ich brauche Muße, ich brauche Beweise und ich will die Fleischtöpfe. Und in diesem Amt werde ich nicht Privatschülern des ptolemäischen Systems einpauken müssen, sondern die Zeit haben. Zeit. Meine Beweise auszuarbeiten, denn es genügt nicht, was ich jetzt habe. Das ist nichts kümmerliches Stückwerk. Damit kann ich mich nicht vor die ganze Welt stellen. Das ist noch kein einziger Beweis, dass sich irgendein Himmelskörper um die Sonne dreht. Aber ich werde Beweise dafür bringen, Beweise für jedermann, von Frau Sortie bis hinauf zum Papst. Meine einzige Sorge ist, dass der Hof mich nicht annimmt. Virginia. Sicher wird man dich nehmen, Vater, mit den neuen Sternen und allem. Galilei. Geh in deine Messe. Virginia ab. Galilei. Ich schreibe selten Briefe an große Persönlichkeiten. Ergibt Sagredo einen Brief. Glaubst du, dass ich es so gut gemacht habe? Sagredo liest laut das Ende des Briefes, den ihm Galilei gereicht hat. Sehne mich doch nach nichts so sehr, als euch näher zu sein, der aufgehenden Sonne, welche dieses Zeitalter erhellen wird. Der Großherzog von Florenz ist 9 Jahre alt. Galilei. So ist es. Ich sehe, du findest meinen Brief zu unterwürfig. Ich frage mich, ob er unterwürfig genug ist, nicht zu vermöll, als ob es mir doch ein echter Ergebenheit fehlte. Einen zurückhaltenden Brief könnte jemand schreiben, der sich das Verdienst erworben hätte, den Aristoteles zu beweisen, nicht ich. Ein Mann wie ich kann nur auf den Buchgriechen in eine halbwegs würdige Stellung kommen. Und du weißt, ich verachte Leute, deren Gehirn nicht fähig ist, ihren Magen zu füllen. Frau Sati und Virginia gehen an den Männern vorbei zur Messe. Sagredo. Geh nicht nach Florenz, Galilei. Warum nicht? Weil die Mönche dort herrschen. Am Florentiner Hof sind Gelehrte von Ruf. Lakaien. Ich werde sie bei den Köpfen nehmen und sie vor das Rohr schleifen. Auch die Mönche sind Menschen, Sagredo. Auch sie erliegen der Verführung der Beweise. Der Kopernikus vergisst das nie. Hat verlangt, dass sie seinen Zahlen glauben, aber ich verlange nur, dass sie ihren Augen glauben. Wenn die Wahrheit zu schwach ist, sich zu verteidigen, muss sie zum Angriff übergehen. Ich werde sie bei den Köpfen nehmen und sie zwingen, durch dieses Rohr zu schauen. Sagredo, Galilei, ich sehe dich auf einer furchtbaren Straße. Das ist eine Nacht des Unglücks, wo der Mensch die Wahrheit sieht. Und eine Stunde der Verblendung, wo er an die Vernunft des Menschengeschlechts glaubt. Von wem sagt man, dass sehendes Auge vergeht? Von dem, der uns verderben geht. Wir könnten die Mächtigen einen frei herumlaufen lassen, der die Wahrheit weiß, und sei es eine über die entferntesten Gestirne. Meinst du, der Papst hört deine Wahrheit, wenn du sagst, er irrt, und hört nicht auf, dass er irrt? Glaubst du, er wird einfach in sein Tagebuch einschreiben? 10. Januar 1610. Himmel abgeschafft? Wie kannst du aus der Republik gehen wollen, die Wahrheit in der Tasche, in die Fallen der Fürsten und Mönche mit deinem Rohr in der Hand? So misstrauisch in deiner Wissenschaft bist du leichtgläubig wie ein Kind, in allem, was dir ihr Betreiben zu erleichtert scheint. Du glaubst nicht an den Aristoteles, aber an den Großherzog von Florenz. Als ich dich vorhin am Rohr sah und du sahst diese 9 Sterne, da war es mir, als sehe ich dich auf brennenden Scheiten stehen. Und als du sagtest, du glaubst an die Beweise, roch ich verbranntes Fleisch. Ich liebe die Wissenschaft, aber mehr dich, mein Freund.
Geh nicht nach Florenz, Galilei. Galilei. Wenn Sie mich nehmen, gehe ich. Auf einem Vorhang erscheint die letzte Seite des Briefes. Wenn ich den neuen Stern, die ich entdeckt habe, den erhabenen Namen der medizinischen Geschlechtes zuteile, so bin ich mir bewusst, dass den Göttern und Heroen die Erhebung in den Sternenhimmel zur Verherrlichung erreicht hat. Dass aber in diesem Fall umgekehrt der erhabene Name der Medizin den Stern unter unsterbliches Gedächtnis sichern will. Ich aber bringe mich euch in Erinnerung als einen aus der Zahl der treuesten und ergebensten Diener, der sich zur höchsten Ehre ausrechnet, als euer Untertan geboren zu sein. Sehne ich mich doch nach nichts mehr, als euch näher zu sein, der aufgehenden Sonne, welche dieses Zeitalter erhellen wird. Galileo Galilei. Es kommt die vierte Szene, aber vorerst kurze Pause. Szene 4. Galilei hat die Republik Venedig mit dem Florentiner Hof vertauscht. Seine Entdeckungen durch das Fernrohr stoßen in der dortigen Gelehrtenwelt auf Unglauben. Das Alte sagt, so wie ich bin, bin ich seit je. Das Neue sagt, bist du nicht gut, dann geh. Haus des Galilei in Florenz. Frau Sati trifft in Galileis Studierzimmer Vorbereitungen zum Empfang von Gästen. Ihr Sohn Andrea sitzt und räumt Sternkarten auf. Frau Sati, seit wir glücklich in diesem gepriesenen Florenz sind, hört das Bucken und Speichellecken nicht mehr auf. Die ganze Stadt zieht an diesem Rohr vorbei und ich kann dann den Fußboden aufwischen. Und nichts wird es helfen. Wenn was dran wäre an diesen Entdeckungen, würden das doch die geistlichen Herren am ehesten wissen. Ich war 4 Jahre bei Monsignore Filippo im Dienst und habe seine Bibliothek nie ganz abstauben können. Lederbände bis zur Decke und keine Gedichtchen. Und der gute Monsignore hatte 2 Pfund Geschwüre am Hintern vom vielen Sitzen überall der Wissenschaft und ein solcher Mann soll nicht Bescheid wissen? Und die große Besichtigung heute wird eine Blamage. Ich weiß, dass ich morgen wieder nicht dem Milchmann ins Gesicht schauen kann. Ich wusste, was ich sagte, als ich ihm riet, den Herren zuerst ein gutes Abendessen vorzusetzen, ein ordentliches Stück Lammfleisch, bevor sie über sein Rohr gehen. Aber nein, sie ahmt Galilei nach. Ich habe etwas anderes für sie. Es klopft unten. Frau Sati schaut in den Spion am Fenster. Um Gottes Willen, da ist schon der Großherzog und Galilei ist noch in der Universität. Sie läuft die Treppe hinunter und lässt den Großherzog von Toskana, Cosmo de Medici, mit dem Hofmarschall und 2 Hofdamen ein. Cosmo, ich will das Rohr sehen. Der Hofmarschall, vielleicht gedulden sich eure Hoheit, bis Herr Galilei und die anderen Herren von der Universität gekommen sind. Zu Frau Sati. Herr Galilei wollte die von ihm neu entdeckten und die medizinischen genannten Sterne von den Herren Astronomen prüfen lassen. Cosmo. Sie glauben nicht an das Rohr, gar nicht. Wo ist es denn? Frau Sati. Oben im Arbeitszimmer. Der Knabe nickt, zeigt die Treppe hinauf und auf einen Nicken Frau Satis läuft er hoch. Der Hofmarschall, ein sehr alter Mann. Eure Hoheit, zu Frau Sati, muss man da hinauf? Ich bin nur mitgekommen, weil der Erzieher erkrankt ist. Frau Sati, dem jungen Herrn kann nichts passieren. Mein Junge ist dort. Cosmo, oben eintretend. Guten Abend. Die Knaben verbeugen sich zeremoniell voreinander. Pause. Dann wendet sich Andrea wieder seiner Arbeit zu. Andrea, sehr ähnlich seinem Lehrer. Hier geht es wie in einem Taubenschlag. Cosmo, viele Besucher? Andrea, stolpern hier herum, gaffen und verstehen nicht die Bohne. Cosmo, verstehe. Ist das... zeigt auf das Rohr. Andrea, ja, das ist es. Aber da heißt es Finger weg. Cosmo, und was ist das? Er deutet auf das Holzmodell des ptolemäischen Systems. Andrea, das ist das ptolemäische. Cosmo, das zeigt, wie die Sonne sich dreht, nicht? Andrea, ja, das sagt man. Cosmo, sich auf einen Stuhl setzend,
nimmt es auf den Schoß. Mein Lehrer ist erkältet. Da konnte ich früher weg. Angenehm hier. Andrea unruhig, geht schlendernd und unschlüssig den fremden Jungen misstrauisch anschauend herum und fischt endlich, unfähig der Versuchung länger zu widerstehen, ein zweites Holzmodell hinter den Karten hervor. Eine Darstellung des kopernikanischen Systems. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so. Cosmo. Was ist so? Andrea auf Cosmos Modell zeigt. So meint man, dass es ist, und so, auf seines deutend, ist es. Die Erde dreht sich um die Sonne, verstehen Sie? Cosmo. Meinst du wirklich? Andrea. Allerdings, das ist bewiesen. Jetzt wieder so abwechselnd. Tatsächlich? Ich möchte wissen, warum Sie mich zum Alten überhaupt nicht mehr hineinließen. Gestern war er noch bei der Abendtafel. Sie scheinen es nicht zu glauben, was? Doch, natürlich. Andrea plötzlich auf das Modell in Cosmos Schoß zeigend. Gib das her. Du verstehst ja nicht einmal das. Du brauchst doch nicht zwei. Du sollst es hergeben. Das ist kein Spielzeug für Jungens. Jungens. Ich habe nichts dagegen, es dir zu geben, aber du müsstest ein wenig höflicher sein, weißt du? Du bist ein Dummkopf und höflich hin und her. Raus damit, sonst setzt was. Lass die Finger weg, hörst du? Sie beginnen zu raufen und kugeln sich bald auf den Boden. Ich werde dir schon zeigen, wie man ein Modell behandelt. Ergib dich. Jetzt ist es N2 gegangen. Du drehst mir die Hand um. Wir werden schon sehen, wer recht hat und wer nicht. Sag, sie dreht sich, sonst gibt's Kopfnüsse. Niemals. Au, du Rotkopf. Leo, ich werde dir Höflichkeit beibringen. Rotkopf? Ich bin ein Rotkopf? Sie raufen schweigend weiter. Unten treten Galileo und einige Professoren der Universität ein. Hinter ihnen Federzoni, der Hofmarschall. Meine Herrin, eine leichte Erkrankung hielt den Erzieher seiner Hoheit, Herrn Suri, ab, seine Hoheit hierher zu begleiten. Der Theologe. Hoffentlich nichts Schlimmes. Der Hofmarschall. Ganz und gar nicht. Galileo enttäuscht. Seine Hoheit nicht hier? Der Hofmarschall. Seine Hoheit ist oben. Bitte die Herrin, sich nicht aufhalten zu wollen. Der Hof ist so überaus begierig, die Meinung der erleuchteten Universität über das außerordentliche Instrument Herrn Galileis und die wunderbaren neuen Gestirne kennenzulernen. Sie gehen nach oben. Die Knaben liegen jetzt still. Sie haben unten Lärm gehört. Cosmo, Sie sind da. Lass mich los. Sie stehen schnell auf. Die Herrin im Hinaufgehen. Nein, nein, es ist alles in schönster Ordnung. Die medizinische Fakultät erklärt es für ausgeschlossen, dass es sich bei den Erkrankungen in der Altstadt um Pestfälle handeln könnte. Die Miasmen, giftige Ausdünzungen der Erde, müssten bei der jetzt herrschenden Temperatur erfrieren. Das Schlimmste in solchen Fällen ist immer Panik. Nichts als die in dieser Jahreszeit üblichen Erkältungsfällen. Jeder Verdacht ist ausgeschlossen. Alles in schönster Ordnung. Begrüßung oben. Galileo. Eure Hoheit, ich bin glücklich, in eurer Gegenwart die Herren eurer Universität mit den Neuerungen bekannt machen zu dürfen. Cosmo verbeugt sich formell nach allen Seiten, auch vor Andrea. Der Theologe. Das zerbrochene ptolemäische Modell am Boden sehend. Hier scheint etwas entzwei gegangen. Cosmo bückt sich rasch und ergibt Andrea höflich das Modell. Inzwischen räumt Galileo verstohlen das andere Modell beiseite. Galileo am Fernrohr. Wie eure Hoheit zweifellos wissen, sind wir Astronomen seit einiger Zeit mit unseren Berechnungen in große Schwierigkeiten gekommen. Wir benutzen dafür ein sehr altes System, das sich in Übereinstimmung mit der Philosophie, aber leider nicht mit den Fakten zu befinden scheint. Nach diesem alten System, den Ptolemäischen, werden die Bewegungen der Gestirne als äußerst verwickelt angenommen. Der Planet Venus zum Beispiel soll eine Bewegung von dieser Art vollführen. Er zeichnet eine Tafel, die epizyklische Bahn der Venus nach der ptolemäischen Annahme. Aber selbst solche Schwierigkeiten, Bewegungen annehmend, sind wir nicht in der Lage, die Stellung der Gestirne richtig vorauszuberechnen. Wir finden sie nicht an den Orten, wo sie eigentlich sein müssten. Dazu kommen solche Gestirnbewegungen, wie welche das ptolemäische System überhaupt keine Erklärung hat. Bewegungen dieser Art scheinen mir einige von mir neu entdeckte kleine Sterne um den Planeten Jupiter
zu vollführen. Ist es den Herren angenehm, mit einer Besichtigung des Jupiter-Trabanten zu beginnen, der medizinischen Gestirne? Andrea, auf den Hocker vor dem Fernrohr zeigend, bitte, setzen Sie hierhin. Der Philosoph, danke, mein Kind. Ich fürchte, das alles ist nicht ganz so einfach, Herr Galilei. Bevor wir Ihr berühmtes Rohr anwenden, möchten wir um das Vergnügen eines Disputs bitten. Thema, können solche Planeten existieren? Der Mathematiker, eines formalen Disputs. Galilei, ich dachte mir, Sie schauen einfach durch das Fernrohr und überzeugen sich. Andrea, hier bitte. Der Mathematiker, gewiss, gewiss. Es ist Ihnen natürlich bekannt, dass nach der Ansicht der alten Sterne nicht möglich sind, die um einen anderen Mittelpunkt als die Erde kreisen, noch solche Sterne, die im Himmel keine Stütze haben. Ja, sagt Galilei. Der Philosoph. Und ganz abgesehen von der Möglichkeit solcher Sterne, die der Mathematiker, er verbeugt sich gegen den Mathematiker, zu bezweifeln scheint, möchte ich in aller Bescheidenheit als Philosoph die Frage aufwerfen, sind solche Sterne nötig? Aristoteles Divini Universum, das Weltall des göttlichen Aristoteles. Galilei, sollten wir nicht in der Umgangssprache fortfahren? Mein Kollege, Herr Filazzoni, versteht Latein nicht. Der Philosoph, ist es von Wichtigkeit, dass er uns versteht? Galileo, ja. Der Philosoph, entschuldigen Sie mich, ich dachte es, Ihr Linsenschleifer. Andrea, Herr Filazzoni ist ein Linsenschleifer und ein Gelehrter. Der Philosoph, danke, mein Kind. Wenn Herr Filazzoni darauf besteht, Galilei, ich bestehe darauf. Der Philosoph, das Argument wird an Glanz verlieren. Aber es ist Ihr Haus. Das Weltbild des göttlichen Aristoteles mit seinen mystisch musizierenden Sphären und kristallenen Gewölben und den Kreisläufen seiner Himmelskörper und dem schiefen Winkel der Sonnenbahn und den Geheimnissen der Satellitentafeln und dem Sternreichtum des Katalogs, der südlichen Halbkugel und der erleuchteten Konstruktion der celestialen Globus, Himmelskugel, ist ein Gebäude von solcher Ordnung und Schönheit, dass wir wohl zögern sollten, diese Harmonie zu zerstören. Galilei, wie, wenn Eure Hoheit die sowohl unmöglichen als auch unnötigen Sterne nun durch dieses Fernrohr wahrnehmen würde? Der Mathematiker, man könnte versucht sein zu antworten, dass Ihr Rohr, etwas zeigend, was nicht sein kann, ein nicht sehr verlässliches Rohr sein müsste, nicht? Galilei, was meinen Sie damit? Der Mathematiker, es wäre doch viel förderlicher, Herr Galilei, wenn Sie uns die Gründe nennten, die Sie zu der Annahme bewegen, dass in der höchsten Sphäre des unveränderlichen Himmels Gestirne freischwebend in Bewegung sein können. Der Philosoph, Gründe, Herr Galilei, Gründe! Galilei, Gründe? Wenn ein Blick auf die Gestirne selber meine Notierung des Phänomens zeigen, mein Herr, der Disput wird abgeschmackt. Phänomen, Erscheinung. Der Mathematiker, wenn man sich sicher wäre, dass sie sich nicht noch mehr erregten, könnte man sagen, dass was in ihrem Rohr ist und was am Himmel ist, zweierlei sein kann. Der Philosoph, das ist nicht höflicher auszudrücken. Filazzoni, Sie denken, wir malten die medizinischen Sterne auf die Liste. Galilei, Sie werfen mir Betrug vor. Der Philosoph, aber wie könnten wir das in Anwesenheit seiner Hoheit? Der Mathematiker, Ihr Instrument mag man es nun Ihr Kind, mag man es Ihren Zöglingen, ist sicher äußerst geschickt gemacht, kein Zweifel. Der Philosoph, und wir sind vollkommen überzeugt, Herr Galilei, dass weder Sie noch sonst jemand es wagen würde, Sterne mit dem erleuchteten Namen des Herrn Schauerhauses zu schmücken, deren Existenz nicht über alle Zweifel erhaben wäre. Alle verbeugen sich tief vor dem Großherzog. Cosmo sieht sich nach dem Hofdamen um. Ist etwas nicht in Ordnung mit meinen Sternen? Die ältere Hofdame zum Großherzog. Es ist alles in Ordnung mit den Sternen eurer Hoheit. Die Herren fragen sich nur, ob sie auch wirklich, wirklich da sind. Pause. Die jüngere Hofdame.
Man soll ja jedes Rad am großen Wagen sehen können durch das Instrument. Fedazzoni. Ja, und alles Mögliche am Stiel. Galilei. Werden die Herren nun also durchschauen oder nicht? Der Philosoph. Sicher, sicher. Mathematiker. Sicher. Pause. Plötzlich wendet sich Andrea um und geht steif ab durch den ganzen Raum. Seine Mutter fängt ihn auf. Frau Sati. Was ist los mit dir? Andrea. Sie sind dumm. Er reißt sich los und läuft weg. Der Philosoph. Bedauernswertes Kind. Der Hofmarschall. Eure Hoheit, meine Herrin, darf ich daran erinnern, dass der Staatsball in 3/4 Stunden beginnt? Der Mathematiker. Warum einen Eiertanz aufführen? Früher oder später wird Herr Galilei sich doch noch mit den Tatsachen befreunden müssen. Seine Jupiter-Planeten würden die Sphärenschale durchstoßen. Es ist ganz einfach. Fedazzoni. Sie werden sich wundern. Es gibt keine Sphärenschale. Der Philosoph. Jedes Schulbuch wird Ihnen sagen, dass es sie gibt, mein guter Mann. Fedazzoni. Dann her mit neuen Schulbüchern. Der Philosoph. Eure Hoheit, mein verehrter Kollege und ich stützen uns auf die Autorität keines Geringeren als des göttlichen Aristoteles selber. Galilei, fast unterwürfig. Meine Herren, der Glaube an die Autorität des Aristoteles ist eine Sache. Fakten, die mit Händen zu greifen sind, eine andere. Sie sagen, nach dem Aristoteles gibt es dort oben Kristallschalen und so können gewisse Bewegungen nicht stattfinden, weil die Gestirne die Schale durchstoßen müssten. Aber wie, wenn Sie diese Bewegungen konstatieren könnten? Vielleicht sagt Ihnen das, dass es diese Kristallschalen gar nicht gibt. Meine Herren, ich ersuche Sie in aller Demut, Ihren Augen zu trauen. Der Mathematiker. Lieber Galilei, ich pflege mitunter, so altmodisch es Ihnen erscheinen mag, den Aristoteles zu lesen und kann Sie dessen versichern, dass ich da meinen Augen traue. Galilei, ich bin es gewohnt, die Herren aller Fakultäten sämtlichen Fakten gegenüber die Augen schließen zu sehen und so zu tun, als sei nichts geschehen. Ich zeige meine Notierungen und man lächelt, ich stelle mein Fernrohr zur Verfügung, dass man sich überzeugen kann und man zitiert Aristoteles. Der Mann hatte kein Fernrohr. Der Mathematiker. Allerdings nicht. Allerdings nicht. Der Philosoph groß. Wenn hier Aristoteles in den Kot gezogen werden soll, eine Autorität, welche nicht nur die gesamte Wissenschaft der Antike, sondern auch die hohen Kirchenväter selber anerkannten, so scheint jedenfalls mir eine Fortsetzung der Diskussion überflüssig. Unsachliche Diskussion lehne ich ab, basta. Galilei. Die Wahrheit ist das Kind der Zeit, nicht der Autorität. Unsere Unwissenheit ist unendlich. Tragen wir einen Kubikmillimeter ab. Wozu jetzt noch so klug sein wollen, wenn wir endlich ein klein wenig weniger dumm sein können? Ich habe das unvorstellbare Glück gehabt, ein neues Instrument in die Hand zu bekommen, mit dem man ein Zipfelchen des Universums etwas nicht viel näher sehen kann. Benützen Sie es. Der Philosoph. Eure Hoheit, meine Damen und Herren, ich frage mich nur, wohin dies alles führen soll. Galilei. Ich würde meinen, als Wissenschaftler haben wir uns nicht zu fragen, wohin die Wahrheit uns führen mag. Der Philosoph wild. Herr Galilei, die Wahrheit mag uns zu allen möglichen führen. Galilei, eure Hoheit, in diesen Nächten werden über ganz Italien Fernrohre auf den Himmel gerichtet. Die Monde des Jupiter verbilligen nicht die Milch. Aber sie wurden nie je gesehen und es gibt sie doch. Daraus zieht der Mann auf der Straße den Schluss, dass es noch vieles geben könnte, wenn er nur seine Augen aufmachte. Ihr seid ihm eine Bestätigung schuldig. Es sind nicht die Bewegungen einiger entfernter Gestirne, die Italien aufhorchen mag, sondern die Kunde, dass für unerschütterlich angesehene Lehren als ins Wanken gekommen sind und jedermann weiß, dass es deren zu viele gibt. Meine Herren, lassen Sie uns nicht erschütternde Lehren verteidigen. Fedazzoni, ihr als die Lehrer solltet des Erschütterten besorgen. Der Philosoph, ich wünschte, ihr Mann offrierte nicht Ratschläge in einem wissenschaftlichen Disput. Offrierte?
anbieten. Galilei, Eure Hoheit, mein Werk in dem großen Arsenal von Venedig brachte mich täglich zusammen mit Zeichnern, Bauleuten und Instrumentenmachern. Diese Leute haben mich manchen neuen Wegen gelehrt. Unbelesen verlassen sie mich auf das Zeugnis ihrer fünf Sinne, furchtlos zumeist, wohin dies Zeugnis sie führen wird. Der Philosoph, Oho! Galilei, sehr ähnlich unseren Seeleuten, die vor 100 Jahren unsere Küsten verließen, ohne zu wissen, was für andere Küsten sie erreichen würden, wenn überhaupt welche. Es scheint, dass man heute um die hohe